Was sind also binäre Zahlen? Wir kennen ja alle die Dezimalzahlen, die wir tagtäglich benutzen. Wir haben dort Ziffern von 0 bis 9 und damit können wir alle möglichen Zahlen darstellen. Von ganz kleinen Zahlen wie eine 2 oder eine 3 bis ganz große Zahlen wie eine Million, auch negative Zahlen können wir darstellen oder eben die mit dem Komma 2,5. Binäre Zahlen sind nicht viel anders. Die benutzen allerdings statt 10 Ziffern, deswegen heißt es ja auch unser System auch Dezimal, benutzen sie eben nur zwei Möglichkeiten, 0 und 1. Vorteil von diesen Zahlen ist, dass man in technischen Geräten, wie zum Beispiel in einem Computer, sehr leicht diese zwei Zahlen darstellen und voneinander unterscheiden kann. Man kann sagen, Strom aus ist eine 0, Strom an ist eine 1 oder eben Spannung an, Spannung aus. Aber erstmal gucken wir uns doch mal an, wie funktionieren diese binären Zahlen überhaupt. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Eine Dezimale im Dezimalsystem, eine 0, wäre auch im Binär eben auch eine 0. Eine 1 in Dezimal wäre in Binär auch eine 1. Soweit so gut. Eine 2 in Dezimal ist allerdings etwas anderes in Binär. Jetzt sind unsere Optionen ausgegangen. 0 und 1, ich habe keine 2 in Binär. Das heißt, ich müsste genau wie im Dezimalsystem eine Stelle nach links gehen. Das heißt, ich würde eine 0, eine 1 schreiben und dann eben eine 0. Sieht ein bisschen wie die Dezimale 10 aus. Es ist aber in Binär einfach nur eine 2. Und so weiter kann ich jetzt machen. Eine 3 wäre eine 1, 1. Eine 4 wäre eine 1, 0, 0. Eine 5 wäre eine 1, 0, 1. Eine 6 wäre eine 1, 1, 0. Eine 7 wäre eine 1, 1, 1. Und so weiter und so fort. So funktioniert binär. Das sind die binären Zahlen.